verbessert das Hinzufügen von RAM die Computergeschwindigkeit. Das Hinzufügen von mehr Arbeitsspeicher, Random Access Memory, RAM, kann die Computergeschwindigkeit erhöhen, ist jedoch nicht garantiert und hängt häufig von anderen Faktoren ab. Wenn ein Mangel an RAM der einzige Grund für die Langsamkeit in einem ansonsten schnellen System ist, verbessert das Hinzufügen von mehr Arbeitsspeicher in der Regel die Betriebsgeschwindigkeit. Wenn neben dem RAM-Mangel noch andere Probleme auftreten, kann das Hinzufügen von mehr Arbeitsspeicher hilfreich sein? Diese sekundären Faktoren müssen jedoch berücksichtigt werden, um die bestmögliche Leistung zu erzielen. In einigen Fällen ist ein Computer möglicherweise einfach zu alt, um neuere Anwendungen, wenn überhaupt, effizient ausführen zu können. Die RAM-Auslastung eines Computers kann je nach Betriebssystem auf verschiedene Arten überprüft werden. Auf einem Computer, auf dem eine Version von Windows-Warnzeichen ausgeführt wird, können Sie am einfachsten feststellen, wie viel Arbeitsspeicher der Computer hat, indem Sie in der Systemsteuerung auf den Bildschirmsystem klicken. Der Task Manager zeigt an, wie dieser Speicher verwendet wird. Durch Drücken von STRG plus Alt plus Enter wird dieses Programm oder die Option zum Öffnen aufgerufen. In diesem Tool wird auf der Registerkarte Leistung eine Grafik der Speicherressourcen angezeigt, und wie der RAM verwendet wird, wird möglicherweise als physischer Speicher aufgeführt. Der Aktivitätsmonitor auf Systemen, auf denen MAC-Warenzeichen OS ausgeführt wird, zeigt ähnliche Informationen auf der Registerkarte Systemspeicher an. Software von Drittanbietern kann auch zur Überwachung des Arbeitsspeichers und bei Bedarf sogar zur Freigabe des Arbeitsspeichers verwendet werden. Dies ist jedoch nicht immer die beste Methode, um die Computergeschwindigkeit zu steigern. Wenn Sie RAM freigeben, müssen Sie Programme schließen, die nicht verwendet werden, aber Speicher belegen. Wenn auf einem System nur noch wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung steht oder häufig Arbeitsspeicher freigegeben werden muss, kann durch die Installation von mehr Arbeitsspeicher in der Regel die Geschwindigkeit des Computers verbessert werden. Vor dem Kauf von zusätzlichem RAM ist es wichtig, das Motherboard zu überprüfen. Die Hauptplatine ist die Platine, auf der sich die meisten wichtigen Komponenten des Computers befinden, und sie bietet nur begrenzt Platz für neuen Speicher. Die Karte ist möglicherweise für die Menge an RAM, die sie unterstützen wird, entweder in Bezug auf die physischen RAM-Sticks oder die kombinierten Werte von diesen, maximal ausgelastet. Ein Motherboard verfügt beispielsweise möglicherweise nur über 3 RAM-Steckplätze und eine maximale Kapazität von 12 GB. Wenn alle 3 Steckplätze mit 4 GB-Sticks belegt sind, können keine weiteren hinzugefügt werden. Wenn das Motherboard 3 2 GB-Sticks enthält, können ein oder mehrere durch 4 GB-Sticks ersetzt werden, um den verfügbaren Arbeitsspeicher zu vergrößern. Es gibt verschiedene Arten von RAM. Daher ist es wichtig, dass die Person, die weitere hinzufügen möchte, im Benutzerhandbuch des Computers oder online nachschaut, welche Art von RAM erforderlich ist. Der falsche Speichertyp passt normalerweise nicht in die Steckplätze auf der Hauptplatine. In diesem Fall startet der Computer normalerweise nicht. Das Hinzufügen von RAM zu einem Desktop-Computer ist normalerweise einfacher als ein Laptop. Desktops mit Türmen oder ähnlichen Gehäusen können normalerweise geöffnet und RAM direkt auf dem Motherboard installiert werden. Laptops haben viel weniger Platz und verwenden kleinere Speichersticks, deren ordnungsgemäße Installation möglicherweise schwieriger ist. Vorgefertigte Computer können auch Garantien enthalten, die durch das Hinzufügen neuer Komponenten ungültig werden. Daher sollte dies berücksichtigt werden, bevor Änderungen an der Hardware vorgenommen werden. In einem Computersystem fungiert der RAM effektiv als Teil des Gehirns. In einem Computer werden 2 Arten von Speichern verwendet, Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis, genau wie in einem menschlichen Gehirn. Eine Festplatte dient als Langzeitspeicher und speichert Daten für die spätere Verwendung. RAM verhält sich wie Kurzzeitgedächtnis und wird verwendet, um Informationen während der Ausführung eines Programms tatsächlich zu verarbeiten. Der numerische Wert des Arbeitsspeichers wird in der Regel als Speichergröße angegeben, ZB 1 GB.
Die Größe des Arbeitsspeichers gibt an, wie viel Speicher zur Ausführung von Programmen und Prozessen zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist. Mit mehr Speicher zum Ausführen von Programmen können mehrere Softwareteile gleichzeitig verwendet werden, ohne den Computer zu stark zu verlangsamen. Für Gamer und Leute, die mit Videoanwendungen arbeiten, kann eine langsame Grafikkarte zu einer schlechten Leistung beitragen. Eine gute Grafikkarte sollte über einen eigenen integrierten Arbeitsspeicher und eine eigene Grafikverarbeitungseinheit, GPU, verfügen. Andernfalls werden Systemarbeitsspeicher und CPU-Ressourcen, Central Processing Unit, verwendet. Das Motherboard-Handbuch gibt normalerweise an, welche Hardware-Typen verwendet werden können, um die Leistung durch ein Upgrade auf eine bessere Karte zu verbessern. Wenn die Grafikkarte in einem Computer erstklassig ist und der Arbeitsspeicher in Ordnung zu sein scheint, muss möglicherweise die CPU aktualisiert werden, was die Geschwindigkeit des Computers drastisch verbessern kann. Wartungsprobleme wirken sich auch auf die Geschwindigkeit des Computers aus. Ein Mangel an ausreichend Festplattenspeicher beeinträchtigt die Leistung ebenso wie ein fragmentiertes Laufwerk. Ein Upgrade auf ein größeres Festplattenlaufwerk kann diesen Teil des Problems beheben, und Festplatten sollten regelmäßig defragmentiert werden. Spyware, Keylogger und andere schädliche Software, die auch als Malware bezeichnet wird, können einen Computer auch verlangsamen, indem sie Systemressourcen belegen. Malware kann auch verwendet werden, um Daten und persönliche Informationen zu stehlen oder zu beschädigen. Daher sollte zum Schutz des Systems ein Antivirenprogramm und/oder eine Firewall verwendet werden. In einigen Fällen funktioniert ein Computer mit Ausnahme einer bestimmten Anwendung einwandfrei. Für die meisten Softwareprodukte gelten Mindestsystemanforderungen, die erfüllt sein müssen, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Für eine außergewöhnliche Leistung sind jedoch häufig mehr Arbeitsspeicher und eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit erforderlich. Wenn ein System nur die Mindestanforderungen erfüllen kann, ist es wahrscheinlich, dass Probleme beim Ausführen des Programms auftreten. Zweimal so viel empfohlener Arbeitsspeicher und Prozessorleistung sind normalerweise erforderlich, um eine schnelle und zuverlässige Leistung eines Programms zu gewährleisten.